So, ja, herzlich willkommen auf YouTube. Ja, mein Name ist Kien und wir sind in, ja, wir begehen heute einen Community Zoo in unserem, ja, tollen Thema Community Zoo Case. Wir schauen uns also quasi in dem Zoo Case, schauen wir uns Zoos aus der Community an oder ihr seht es vielleicht auch hier, so Dioramas laufen gemeinsam durch mit der Architektin oder mit dem Architekten. Und genau das wollen wir jetzt tun. Das Ganze gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Das Ganze läuft auch über meinen Discord. Im Twitch-Chat habe ich es jetzt mal gerade. Wir befinden uns gerade im Twitch-Livestream. Ja, auf YouTube nochmal so der Hinweis. In der Videobeschreibung findet ihr dann auch die Links zum Discord. Dort haben wir einen Kanal und dort einfach so den entsprechenden Workshop-Link reinladen. Und dann, wenn ihr denn auch im Livestream da seid und meine Navigationskenntnisse etwas pushen könnt, indem ihr mich an die Hand nehmt und durch euren Zoo führt. Ich mache natürlich die Zoo-Cases auch nur, wenn die Leute dann auch hier im Livestream anwesend sind, dass einfach keiner seinen Showcase verpasst und mich dann auch leiten kann, wenn ich sollte irgendwie mal über eine Stelle zu schnell drüber rennen und so, ne? Also ein bisschen auf die Finger klopfen. Von daher, wir sind jetzt bei einer wundervollen, bezaubernden Rima zu Gast im Zoo und ich starte das Ganze mal als Sandbox und dann gucken wir uns gemeinsam diesen Zoo an. Ich freue mich schon. Also, wir sind im Zoo angekommen. Let's go. So, wollen wir hier, ich mach mal hier Pause, ne? Also nicht Pause. Ich mach mal Endpausen. Und da ist doch schon mal ein schöner Eindruck, was uns hier erwartet. Ah, das sieht schon wieder richtig klasse aus. Ach, love it. Mit Beleuchtung und so weiter. Ich glaube, wir müssen da noch mal so ein bisschen. Warte mal, das machen wir gleich mal hier, ne? Ich schwenk mal so ein bisschen rum ins Dunkel. Gucken wir mal so beleuchtungstechnisch. Ja, ich sehe hier schon hier hinten, ne? Cool, ich freue mich. Ja, dann, los. Oh Gott, blendet das. So, wir haben hier drüben, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch eine Infotafel, dann gibt es hier schon die ersten Tiere zu bewundern und das sind die Gabelböcke, wenn ich das so richtig sehe. Lass mich mal durch hier. Beleuchtung ist mein Steckenpferd. So, Gabelböcke. Gabelböcke, Gabelböcke, Gabelböcke. Warte mal, ich gehe mal hier hoch. Hier, ja, ich sehe es, da. Ich kann durch die Scheibe gucken. Da haben wir ihn. Ja, wir gucken mal, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass auf der anderen Seite, habe ich ja auch Gäste gesehen, dass wir von der anderen Seite das Ganze nochmal ja, aus einem erhöhten Blickwinkel vielleicht betrachten können. Dann wandern wir hier rüber. Oh, ich sehe Papageien. Hast du das eigentlich alles selbst gebaut oder ist das hier Workshop oder so? Einfach bloß, ja, ist ja nicht schlimm. Workshop, ne? Ist ja, dafür ist er ja da. Aber würde mich mal interessieren. Alles selbst gebaut. Super, super. Warte mal, ich mach mal. Ist doch viel schöner, Mensch. Die Meldungen hier, die ich die ganze Zeit sehen. Ich mach mal Langhals, ne? Dass wir hier so ein bisschen drüber gucken können. So, dann haben wir hier die Eingänge. Ich sehe schon, du hast dasselbe Problem mit den Schildkröten wie, ich glaube, jeder. Ich sehe schon. Hm. Ja, es ist leicht eskaliert, aber das sind halt Schildkröten. Ja, man kennt's. Man kennt's, ne? Hm. So, ja, wo laufen wir lang? Ich würde sagen, wir halten uns erstmal so ein bisschen hier auf der linken Seite fest. Ich hatte 350, um Gottes Willen. Ach du je, also da hast du echt verloren, ne? Weil das sind ja die Riesenschildkröten, die brauchen ja gefühlt 1000 Jahre, bis die erwachsen sind, ne? Bis du die dann erstmal verkaufen kannst. Und sonst kriegst du ja nicht los, ne? Dem Tiger zum Fraß vorwerfen geht halt auch nicht.
Also der Tiger, der nascht alles weg, aber die Schildkröten, da geht er nicht ran. Ah, oh, das ist schon echt cool gemacht, ne? Aber hier ist eine Infotafel. Der hat die Schilder nicht gelesen. Ach nee, du hast andere Schilder. Du hast Custom-Schilder. Ja, okay. Deswegen ist hier nichts zu sehen. Du hast eigene Tiertafeln. Das ist natürlich klar, die habe ich ja nicht. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht beeindrucken. Aber es sieht wirklich cool aus, ne? In der Mitte mit diesem kleinen Tempel hier. Und Details, Details, Details. I love it. Guck mal, hier fällt das Laub. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Mega cool. Ich wollte mich links halten. Mensch, jetzt verrenne ich nicht schon wieder. Wir müssen hier nochmal gucken. Ich muss überall gucken. Hier lebt das Chaos. Auch geil. Oh, I like. Gibt Chill die Suppe. Oh, guckt euch das mal an. Das ist ja mal eine geile Idee. Uiuiuiui. Der Eingang finde ich ist am coolsten geworden. Wir laufen ja dann wieder zurück, ne? So, was haben wir denn hier? Schildkröte. Aber warte mal, hier steht noch was. Aldabra. Schildkröte. Hier oben diese Schlange noch mit draufgelegt, ne? Ich liebe solche Details, ne? Ja, die leichte Überbevölkerung hier, ne? Wie gesagt, man kennt es. Man kennt es. So, wir waren noch mal weiter. Ich mache mal einen kurzen Sprint. Hier liegen noch Schmetterlinge rum. Ich denke mal, die hattest du für irgendwas noch vorgesehen. Schöner Wasserfall hier. Oh, der Riesenläufer hat Nachwuchs. Machen wir so. Und hier hinten ist Stuff Area. Hab vieles davon hochgeladen, also wenn man will, okay. Du kannst doch gern, wenn ihr irgendwelche Tafeln oder sowas gemacht habt, ne, so Infotafeln und so weiter, oder wenn ihr, also dafür gibt es ja auf dem Discord diesen entsprechenden Kanal Downloads. Warte mal, laufe ich überhaupt richtig? Also hier hinten geht's noch weiter, ich laufe mal weiter, ne? Und gern den Downloads-Kanal mit reinpappen, sofern das funktioniert, aber müsste eigentlich, ne? Oder, was haben wir noch? Workshop, den Workshop-Kanal. Ja, da könnt ihr natürlich auch eure Sachen promoten, wenn ihr das möchtet. Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Man weiß gleich, was denn hier für ein Tier erwartet, ne? Hallo, Froggy. Hier ist ein Froggy, ne? Froggy? Frog? Irgendwo ist hier ein Frog. Ich weiß. Also es müsste. Es sollten drei Abschnitte werden. Du bist im Bauteil. Ah, auch okay. Soll ich wieder umdrehen? Ich finde die Blumen auch eine ultra coole Idee hier. Da war das nicht bei Arise, wo wir Arise gespielt haben, da gab es doch auch diesen See mit den Booten. Ja, und dann diese Blumen. Das war doch das da. So. Guck mal, der Tee ist genauso wie die Erstellerin. Zufälle gibt's aber auch. So, warte mal, ich zieh mal wieder den Kopf ein. Dann mal rein in den Tempel. Ich muss immer links und rechts gucken hier, ne? Hier gibt's eine Info. Und da gibt's... Bei der Info keine Sau, ne?
Kaffee? Kaffee haben. Okay. Tierinfo? Nicht vor Kaffee, nee. Ah, das ist auch cool. So viele kleine Details, ne? Braucht die Info, wenn es Kaffee gibt, eben. Mit so einer Konkurrenz kann der Infoladen nicht mithalten, ne? So, wir haben hier die Ganges-Gaviale. Und die sind auch explodiert. Dasselbe Problem hatte ich auch bei mir. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, das ist... Das ist wie Frösche irgendwie, ne? Das, mit einem mal 500 Eier gelegt oder so. Das ist wirklich... So, wir laufen weiter. Das da hinten ist nichts mehr. Gehen wir hier mal weiter. Ich mach hier kurz ein... Lass mich durch. So. Wie es hier völlig eskaliert ist mit den ganzen Mini-Ganges-Gavialen hier, ne? Ja, mit den Lampen auch eine schöne Idee im Gehege. Wie gesagt, die Gimmicks hier, ne? Ich lieb's. Asia. So, wollen wir jetzt hier weiter nach... Ja, eigentlich müssen wir erstmal hier lang gehen, ne? Wenn wir uns immer links halten, müssen wir erstmal hier lang gehen. Die zwei sind connected miteinander. Oh. Ich sollte gerade ausgucken. Toll. Richtig toll. Oh, hier ein Panda in der Sauna. Ach nee, das darf an der Seite zu Hause. Ah, cool. Diese ganzen kleinen Details, ne, ich kann mich bloß wiederholen. Auch das hier, ne? Guckt euch das mal an hier. Ultra cool. Wir sind hier beim... Ah, das Schuppentier ist das. Okay. Das ist aber ein großes Gehege für Schuppentier, ne? Ich hab die in Dongbuwon sitzen, die in einem Kerker. Ich weiß gar nicht, ob ich denen noch Mottennamen gegeben habe. Ich glaube, Olli ist da mit drin. Der Komodo-Waran. Der guckt mich hier so an. Hast du mich zum Fressen gern? Okay, geh weiter, das wird komisch. Ach, jetzt sehen wir auch mal diese Blumen von Näheren hier. Cool. Ah, hey, Vorsicht. Ich komm doch hier. Ja. Steck mir nicht in den Finger. Mann, muss aufpassen, dass die den Finger nicht ins Ohr stecken, ne? Komm, du Waran. Wir können hier nochmal reingucken. Ja, mit diesem Tor hier, das sieht halt auch geil aus, ne? Richtig schön. Tempelanlage im Hintergrund. Und hier entsteht noch. So, hier stehen sie an für die Bootfahrt. Okay, na, Bootfahrt machen wir jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, wir halten uns weiterhin links. Na, ich laufe hier mal weiter. Moment. Jetzt müssen wir hier mal noch kurz gucken. Ja, so, die Statue, ja. Das ist auch dieser Trick hier, ne? Mit diesen zwei gleichen Elementen von unterschiedlicher Farbe ineinander gesetzt und ein bisschen verschoben, wie ich es bei den Steinen schon mal erklärt hatte. Das funktioniert natürlich auch bei solchen Elementen. Und dann sieht es halt so aus, als wären die so teilweise die Farbe abgeblättert oder so. Ja, da kriegst du richtig schöne Effekte hin. So, hier gibt's Shops, hier gibt's Puller-Alarm. Wir laufen mal hier vor. Und dann würde ich sagen, die nächste Abbiegung nehmen wir wieder links, ne? Hier vorne ist dieses... das sind die Dampfbad-Pandas. Laufen wir hier durch. Haha.
Haha, wir haben hier einen Bär. Oh ja, hier auch, ne? Das, da bin ich auch so ein totaler Fan von, ne? Von solchen eigentlich unnützen, aber trotzdem genial aussehenden Gimmicks innerhalb von Gehegen. Der Kahn ist aber auch total überladen, ne? Wenn das die Küstenwache sieht. Ich sehe was. Wir müssen mal ganz kurz. Da ist doch was beleuchtet hier. Weg zum Arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Daumi, ich wünsche dir eine ruhige Schicht. Ne? Dankeschön fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. War ich bei allen Seerosen? Ah, okay. Ohoho. Ja, jetzt kommen wir hier aber rein in die Tempelanlage. Ne? Ach, guck mal, hier ist sogar ein Pferdchen. Material hier. Genial. Jetzt geht's in meinen Lieblingsteil. Wollen wir hier auf die Mauer? Oder wollen wir gerade durchgehen? Ich glaube, wir müssten erstmal gerade durchgehen und uns dann irgendwie links und rechts mal gucken, ne? Ich geh erstmal rein. Oh, Vorsicht. Oh, ich muss wieder hier. Warte, ich muss den Kopf einziehen. Hier soll dann noch ein Shop rein, denke ich mal. Ich lieb's. Das erinnert mich doch sehr stark an Sirails Bauwerk hier. Hat auch so ein Restaurant gebaut, ne? Richtig cool. Ich liebe die Vögel. Rinn ins Asia hier. Hier hinten, was haben wir denn hier? Achso, hier ist ein Eingang. Ah, alles klar, dann ist hier eine Spawner, okay. Vorsicht, Mensch, ich komm doch hier. So. Na, man nimmt's kaum wahr hier an der Seite, aber das ist auch alles selbst gebaut hier. Geil. Das habe ich mir runtergeladen. Da waren Shops drin. Der schaut super aus. Ja, Syrael ist da auch so ein Held. Echt, ne? Das ist ja geil gemacht. Oh, da müssen wir das Licht wieder ausmachen, Leute. Da müssen wir das Licht wieder ausmachen. Laternenfest. Genial. Absolut genial. Dass man immer so geblitzdingst wird, wenn man jetzt wieder umschaltet, ne? Hier guckt man die Fenster an. Ist auch kein Standardbauteil. Da, 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 da. So, wir waren noch mal weiter. Was haben wir hier? Wir haben hier den V. Ah, hier. Ist wieder hier. Oh.
diese ganzen Beleuchtungseffekte hier am Wasser, das ist, also, hier bekommt man wirklich diese typischen, Ballonfest-Vibes irgendwie. Richtig schön. VZ, ich grüße dich, danke schön für deinen Lurk. Ich laufe jetzt einfach mal hier hoch, ne? Mega. Auch hier der Kutter, ne? Noch so ein bisschen Blick. Oh Gott, ich will nicht runterspringen. So ein bisschen Blick auf die Pfauen. Achso, da kommen wir doch hier. Ah, alles klar. I see. Die kommen dann also quasi über die Brücke gelaufen. Die haben sonst gar keinen Zugang, ne? Oder? Nee, doch, die können hier hinten rum. Alles gut. Jetzt bin ich volle Kanone im Pfauengehege. Hoffentlich werde ich hochgefüttert. So, einmal rum. Ja, wo müssen wir jetzt lang, ist jetzt die Frage. Hier drüben? Ich habe gerade was Krasses gesehen. Ich laufe mal hier lang, ne? Ich denke, viele Wege führen nach Rom. Einmal durchs Tor. Schau mal das an hier. Das ist ja total heavy. Und das ist alles noch Baustelle hier, wenn man so will, ne? Das ist alles noch Baustelle. Da, 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 da. Wie geil. Ah, wie geil. Hammer. Wow. Mir war langweilig. Hallo? Warte mal, ich will noch mal von der Seite gucken. Da muss ich mal ein bisschen Rasenlatscher spielen. Und da. Ja, das ist wirklich gigantisch. Was ist das denn? Das sieht von hinten aus wie ein Pokémon. Warte, rennen wir hier hinter. Da müssen wir von hier nochmal gucken, ne? Ah, das Panda-Gehege. Ich weiß, wovon du das inspiriert hast oder dich inspirieren lassen hast. Ich hatte das Bild nämlich auch schon mal mir in meinen Inspirationsordner gepackt. Hab das dann nie umgesetzt irgendwie. Ne? Ich glaube, in dem Bild, was ich... Ne, da sind, glaube ich, die Riesenpandas drin. Du hast ja die Kleinen reingesetzt. Auch die gute Idee und richtig, richtig geil gemacht. Nee, warte mal, das ist das gar nicht. Du hast das Yin-Yang gebaut, ne? Weil ich habe nämlich auch so ein Bild, was ähnlich ist hier. Ne, das geht aber auf der anderen Seite wieder runter. Da hast du auch so ein Viewpoint hier unten drin. Dann hast du hier so ein, wie du es auch gemacht hast, so ein Kessel quasi, ne? Wo dann die Tiere dann da unten rumoxidieren, ne? Kuschelpandas. Material. Und hier können wir uns das Ganze nochmal angucken. Ja. Schauen Sie mal. Wir haben die VIP-Pässe, ne? Ich mach mal was, was nur VIP-Passträger dürfen. Ich laufe mal durchs Gehege. Hallo? Ah. Ja, ultra cool. Wirklich gigantisch.
So, wir sind auf der anderen Seite. Hier die roten Pandas versteckt. Geil. Ich lieb's. Nee, Klo wollen wir erstmal nicht. So. Oh, shit. Wo bin ich denn jetzt? Ja, jetzt können wir eigentlich mal... Du guck erstmal hier rüber, ne? Oh ja, rüber. Rechts und links reinschauen. Genau, genau. Das machen wir jetzt. Die Riesenpandas. Ach, da hinten sind sie. Guck mal, da. Da laufen wir da gleich mal rum, ne? Mit dem Bordstein hier, das kriegst du eckig hin. Wenn du möchtest. Also das kann man dann richtig eckig machen und so weiter. Da gibt es so kleine Tricks und so weiter. Ich glaube, das habe ich im Wiege-Tutorial, habe ich das, glaube ich, erwähnt. Das funktioniert. Weil das hier vielleicht sogar mit Raster funktionieren könnte, ne? Gerade hier in den Ecken. Ist halt das Doofe, das finde ich auch doof an Planet Zoo. Jetzt klingt ein bisschen böse, aber dass du halt bei hohen Wegen immer diese hässlichen Bordsteine hast, ne? Das ist halt schwierig. War das der Tempel mittlerweile, baue ich das, das auch anders, ja, ne? Das sind eigentlich auch mega nice. Ja, ja, die sind vor allem die strahlen so eine Gemütlichkeit aus, ne? So, wir laufen mal hier. Ja. Gehen mal, ich würde sagen, ja, hier haben wir ja Besucherweg technisch erstmal alles abgegrast. Dann gehe ich gleich mal gerade durch. Dann gucken wir uns hier drüben die Geschichte noch an. Stiwups. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist der Schwarzbär, ne? Genau, das Boot, das hatten wir ja vorhin schon gesehen. Da ist nochmal ein Viewpoint Richtung Schwarzbär. Das ist auch cool. So, nochmal. Ich wollte gerade sagen Shops, aber nein. Das ist kein Shop. So, das heißt, wir müssten dann in diese Richtung weiterlaufen. Oder, ja, ne? Ja, warte mal, da kommen wir hierher. Da, da, da. Kari. Ach, das war ein Gemeinschaftszoo. Hier sieht man auch nochmal die Gabelbecken, ne? Der Tempel. Dann lasst mal den Tempel bestaunen. Und ehemalige Menschen zu. Das ist auch Kult hier. Okay, ich wandere mal hier rüber, ne? Gucken wir uns das mal an. Hier ist jede Menge Nebel im Vivarium. Wir haben hier die Tausendfüßler, die sitzen auch hier rege rum. Richtig cool. Ich die Papageien. Vielleicht lädt's Rima die ja noch in den Workshop, ne? Und dann gern den Link dann einfach auf dem Discord in den Workshop-Kanal. Und für alle, die das Ganze abonnieren, natürlich immer einen Daumen nach oben da lassen. Das ist so ein kleiner Klick, aber der supportet. Gibt so ein bisschen positives Feedback dem Ersteller gegenüber. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Skorpione. Skorpione?
weiß nicht wo, aber irgendwo ist hier ein Skorpion. Aber so im Allgemeinen gesprochen, ich finde dieses Gebäude einfach wirklich eine super geile Idee. Ist teilweise so simpel, wenn man so anguckt, ne? Und trotzdem sieht es so gigantisch aus, ne? Hier oben auch diese Kuppel drauf. Richtig geil. Ne? Muss mir hochladen. So, jetzt gehen wir aber mal rein in den Tropentempel. Aus Tropen und Tempel wurde jetzt Trempel. Liegt ein Krokophant im Gras. So, hier drüben ist Asien, deswegen, ich würde mal hier rüber gehen. Wegverzierungen hier. Es fügt sich wirklich gigantisch zusammen, wenn man immer so, es sind eigentlich immer dieselben Baupläne. Aber dadurch ergibt es dann noch irgendwie so ein Gesamtbild. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also ein richtig, richtig cooler Zoo. Da oben lag eine Schlange drauf, ich hab's gesehen. Ich gehe trotzdem durch. Bin mutig. Hier sind die Galapagos-Schildkröten. Krokophant da oben. Sehr viel Natur. So, dann lass mal gucken, ob hier auch die Schildkröten so explodiert sind. Aber hier sieht es doch chilliger aus, ne? Da hinten sind sie. Also wenn sie explodiert sind, dann sind sie da hinten. Auch hier wieder so eine kleine Tempelanlage drin, ne? Varien sind näher und passen immer super, ja. Auf jeden Fall. Und eine geile Idee, ne? Diese Schilder einfach so mittels Seil vom Baum runtergelassen. Also ich denke, als Inspiration haben wir heute hier wirklich reichlich zu bieten, ne? So, dann gehen wir hier hoch. Die Chöre kenne ich aber auch, ne? Kenne ich. Auch die. Sehr schön. Wirklich mega. Dann laufen wir hier nochmal durch. Info. Jöjöj. Vor dem Hut habe ich Angst. Ich höre Monkeys. Ich höre Monkeys. So, hier ist Miezekatze ausgeschildert. Also zumindest ein Bild davon, ne? Hier ist ein Frosch. Ich guck mal beide Seiten. Ihr habt gar keine Ahnung mit euren komischen Warnschildern hier. Okay, da hinten sehe ich auf alle Fälle so einen dicken Bobber hin und her rennen. Habe ich nicht gesehen. Ja. Weiter.
Der sieht Sachen. Aber was? Da ist wirklich so ein Da ist wirklich. Wirklich. Hab Videobeweis. Hier, das war der dicke Bobo. Guck. Jetzt rennt er nicht weiter. Oder da hinten. Das habe ich gesehen. Die Avatar-Landschaft, ich sehe es hier, ne? So, wandern wir nochmal hier rein. Hier hinten sind dann die Vivarien, die wir schon. Das sind die, die wir von der anderen Seite schon gesehen hatten, ne? Ja. Okay. So, da oben haben wir einen Kroko. Da können wir auch nochmal hinwandern. Hier sind Vivarien, jede Menge. Ich glaube, das sieht man auch von da oben. Le Kroko. Hier ist Le Kroko. Also, wenn wir es. Der ist bestimmt Blanschen. Beziehungsweise. Ja, hier hinten. Ich sehe ihn. Da hinten ist er. Guck mal, Spider. Skasmi, hi. Hallo und Dankeschön für deinen Lurk. Dann gehe ich hier mal wieder raus. Und dann laufen wir hier mal weiter in diese Richtung, ne? Alf, ich grüße dich. Hi, hallo. Wir hatten den. Ja, da hinten waren wir ja noch gar nicht, ne? So, aber wir müssen erstmal hier rüber. Warte mal, nee. Ach nee, warte mal, da waren wir ja auch schon. Den Park hier haben wir aber noch nicht gesehen. Le Parc. Ich glaube, hier sind wir noch nicht durchgelaufen, ne? Das haben wir vorhin bloß so von der Ferne gesehen und da hast du gesagt: Stop! So, hier haben wir den nächsten Eingang hier, guck mal. Jungle Island. Aber das haben wir hier noch nicht gesehen. Mit Körben. Ultra kreativ hier. So, und hier sehen wir jetzt auch so Stück für Stück eigentlich, das ist doch dieses Gehege, ne? Sehen wir hier Stück für Stück mehr. Aber was sind da drüben drin? Ah ne, das sind die Spawner. Da waren wir auch noch nicht drin. Toilets. Und hier sie, ja, ne? Hier sieht man schon mal ein bisschen mehr. Kam aber gerade der Hinweis. Den rechten Weg nachher gehst, sieht das Gehege von hinten besser. Okay. Ich lauf mal hier hoch. Ich glaube, das ist so ein bisschen der. Das könnte der richtige Pfad sein. Ich halte mich jetzt mal rechts, ne? Da hinten haben wir schon wieder so einen Drachen. Ich glaube, das ist noch der Bauplan für das Objekt, was es dann später mal irgendwo platziert werden soll. So, laufen wir mal hier lang. Hier sind Zwergflusspferde. Gucke mal an. Zwergflusspferde. Zwergflusspferde? Da hinten blubbert was.
Da blubbert was. Ich sehe es. Das sind doch keine Zwergflusspferde. Habe ich mich verguckt? Das sind keine Zwergflusspferde. Das sind normale Flusspferde. Die werden ganz schön dick für Zwerg. Dieser verzierte Elefant hier, ne? Auch so gigantisch gemacht. So, nee, Tier, da wollen wir nicht rein. Wir wollen natürlich das gucken, was die Gäste auch sehen. Ich bleib mal noch hier unten. Ach, gucke mal. Die Flammongus. Wie die Lemminge. Alle über den Reif. Schön. So, ich lauf mal weiter in diese Richtung. Ich weiß, man soll eigentlich nicht auf der Mauer stehen, aber ich bin von der Presse, ich darf das. Ich muss mich mal orientieren hier. Ja, herzlich willkommen im Tempel. Wir gehen dann wahrscheinlich mal, müssen wir dann da rüber, über den goldenen Weg? Nee, da sind wir rübergekommen. Wir müssten hier weiter, ne? Da waren wir noch nicht. Der goldene Weg, genau, hier kommen wir dann, ja, alles klar. Got it. So, dann müssen wir hier aber noch ein bisschen gucken gehen hier. Take one. Hier sieht man dann auch, wie du schon sagst, das Gehege so ein bisschen von der anderen Perspektive mit den fliegenden Steinen aus Pandora. Hier oben so eine Blüte drauf, ne? Genial! Dann mal hier so ein bisschen rausgucken, ne? Ist auch schön mit diesen Nebeln, ne? Wie man es halt auch aus dem Film kennt. Genial! Also wie gesagt, so viele Details hier, ne? Super, super schön. Wie machst du den Laufmodus? Mit Shift. Also ich bin gerade in der Kamera-Tutorial, ne? Da haben wir hier unten haben wir die Erkundungskamera. Und wenn du dann dich bewegst mit Shift, also mit der Großschreibtaste gedrückt lassen, wenn du die drückst und nach vorne drückst, dann rennst du. Nur springen geht nicht. Und Waffe ziehen funktioniert hier auch nicht. Ich glaube, das haben sie auch geändert, ne? Sonst bist du immer zum Spawn, also zu dem Punkt wieder zurückgeflogen, wo du es quasi aktiviert hast. Jetzt bist du quasi an der Stelle. Das finde ich halt. Oh, das finde ich auch cool. Besser eigentlich sogar. Um Gottes Willen, ich sehe gerade was. Ein Riesenkrokophant. Und das Kroko, das hat Zähne. Das trägt es im Gesicht. Jetzt kannst du dir alles mal von oben anschauen. Genau, das machen wir jetzt nochmal so zum Abschluss, ne? Also, es ist schon echt riesengroß, dieses Ganze, ne? War
warte mal, sehen wir von hier vielleicht irgendwas, was wir jetzt noch nicht gesehen haben? Ich glaube, hier hinten waren wir, ne? Den Tempel hier. Sieht halt doch wirklich cool aus, ne? Super, super schön, ne? Ja, aber wirklich Wahnsinn, ne? Also, Dankeschön nochmal für deine Einsendung, ne? Und es war mir ein inneres Blumenpflücken, ne? Also wirklich, es war gigantisch. So viele Sachen, so viele Inspirationen, ne? Vielen, vielen Dank. Und ja, ich sag schon mal auf YouTube, ich hoffe, es hat gefallen. Ne? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Zoo haltet, was so eure Highlights vielleicht auch sind und so weiter. Also lasst einfach einen netten Kommentar und Daumen nach oben natürlich, Freunde. Und wer noch nicht hat, Abo. Ne? Ich habe 80% der Leute, die bei mir auf dem Kanal gucken, die haben noch kein Abo. Das kostet doch nichts. Auch wenn da Abo dran steht. Es ist unverbindlich. Kostenlos, aber nicht umsonst. Also in diesem Sinne, ciao auf YouTube und bis zum nächsten Video. Ciao.